Und das Kapitel ist jetzt Intensivstation, Kapitel 2. Die Krankenstation und Wissenschaftsdeck. Ja. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Setzen Sie Chinese ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Chinese-Modul. Setzen Sie Chinese ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Zielmodus, rechte Maustaste. Ja, Objekte ergreifen. Rechte Maustaste mit F. Und was die liebliche Stimme hier in dem Hologramm vergessen hat, und zwar Objekte werfen. Das geht nämlich mit, wenn man halt den Zielmodus aktiviert und ein Objekt ergriffen hat, dann kann man den, entweder rechte Maustaste loslassen, dann lässt man das Objekt auch los. Oder aber man benutzt die linke Maustaste und wirft das ganze Ding. Egal was für ein Objekt, man kann jetzt hier auch Leichen nehmen, aber das ist ein bisschen makaber. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Nimm noch hier das kleine Medipack mit. Und shoppen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Und gehen einfach mal weiter. Dem Ketchup-Pfad. Schemata. Heben Sie Schemata auf, um um den Shop Objekte hinzuzufügen? Was? Heben Sie Objekte auf, um den Shop Objekte hinzuzufügen. Ach so, Schemata. Ja, das sind diese Schemata hier. Das ist zum Beispiel der Flammenwerfer. Ist nicht wirklich effektiv. Da kann man dann halt Schematas downloaden. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ja, das glaube ich aber auch. Aufgabe inaktiv. Aufgabe hinzugefügt. Ja, wir sollen jetzt ein Schockpad holen. Und, das machen wir jetzt einfach mal spontan. Weil, Hammond, warum nicht, ne? Und Kendra ist verschwunden, okay. Warum nicht? Wie sieht denn unsere Gesundheit aus? Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Aber ein kleines Medipack können wir auf jeden Fall verkaufen. Und das wär's eigentlich erst einmal. Mit 3100 Credits kommen wir nicht wirklich weit. Energie sieht noch recht gut aus. Ja, dann nehmen wir einfach mal das Medipack, was wir halt noch... Ja, als Reserve nehmen können. Gut. Hier haben wir noch eine Kiste. Mit einem mittelgroßen Medipack. Sehr gut, das können wir dann wieder verkaufen. Und hier kann ich euch mal kurz, das Aufgabenbildschirm-Dingen mal zeigen. Und zwar, wenn man jetzt mal den Blue-Faden nimmt, dann zeigt er zu dieser einen Tür. Und wir können die... Ja, wir haben jetzt halt sozusagen zwei Aufgaben. Und... können diesen Blue-Faden auch umstellen auf den zweiten Auftrag. Da gehen wir jetzt mal zum... Ja, genau, Mission. Persönliches Logbuch, da schreibt Isaac mal so ein bisschen was hin. Was wir denn hier so machen müssen, so eine kleine Zusammenfassung sozusagen. Und können natürlich auch die Wegpunkte variieren. Da, J war das doch, ne? Oder K, J, ich hab's schon wieder vergessen. Ach, vielleicht sollte ich den Tutorials doch ein bisschen Glauben schenken. Das war, ich meine, es war J. Ah ne, das war die Map. Aber das geht natürlich auch. Termin finden, Shockpad finden. Jetzt haben wir das auf das Shockpad finden
navigiert und somit ist auch der Wegpunkt ein wenig anders. Aber ich würde sagen, dass wir nochmal zur Map gehen mit der Taste M und Betätigungstaste E können wir nochmal das Termit suchen. Da können wir nämlich schön dieser 3D-Karte auch ein bisschen nachvollziehen, wo wir denn jetzt genau hin müssen. Ja, und das Termit, das Shockpad finden wir da in dieser Ecke und das Termit da hinten irgendwo. Da würde ich sagen, holen wir doch erst einmal das Shockpad, oder? Ja doch, wir holen erstmal das Shockpad. Und dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung in der ganzen Geschichte. Bildgebende Diagnostik. Bitte halten Sie Ihre Laborüberweisung bereit? Ach so, ja, die Geschichte, genau. Ärztebesuch und so. Ein Überlebender? Oha. Was macht er denn da? Kopfübung. Ja, da hat er jetzt die Kopfübung mal beendet. Okay, was auch immer das gebracht hat. Schlaf gut. Warnung, erhöhte Strahlung. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Nein, ich habe mich nicht erschreckt. Ne, wirklich nicht. Kenne ich ja mittlerweile ein bisschen. Haben wir Energieknoten? Nein. Natürlich nicht. Woher denn auch? Erhöhte Strahlung. Gut, dass wir diesen Anzug hier haben. Ja, Chinese-Symbol. Verwenden Sie Chinese bei schweren Objekten die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Chinese-Symbol, ja, das ist dieses, ich sag mal, Magnetsymbol. Was hier abgebildet ist und da ist jemand am Schweben. Gut, dann können wir nämlich hier das Kinesemodul zum ersten Mal sinnvoll verwenden und einfach mal dieses schwere Objekt ein bisschen schieben, weil die ganze Technik funktioniert ja anscheinend hier nicht mehr wirklich. Erste Monsterli nicht mit den Gliedmaßen schlafen gelegt, aber dafür das zweite sogar von der Wand geschossen. Warum nicht? So, hier haben wir eine Energiezelle oder eine Batterie, wie ich sie immer gerne nenne. Und die können wir halt ja in das Gegenstück reinsetzen. Und damit alle möglichen Sachen aktivieren. In dem Beispiel hier, naja, dieser Fahrstuhl. Oder wie es hier halt wirklich steht, der Lastenaufzug. Aber erstmal gehe ich in diesen Raum. Hier haben wir wieder ein Schemata erhalten. Und nehmen wir natürlich auch den Energieknoten mit. Ja. Gut, dann haben wir jetzt einen Energieknoten. Wir müssen jetzt nicht unbedingt zur Werkbank zurück. Das können wir später auch noch erledigen. Wir nehmen jetzt erstmal hier den Lastenaufzug. Weil ich denke mal, so eine Rig ist nicht gerade leicht. Deswegen sind das nicht mehr so normale Aufzüge, sondern wirklich Lastenaufzüge. Na komm. Ja, dann halt nicht, ne? Musst du ja wissen. Nehmen wir diese 1000 Credits nochmal mit. Guten Tag. Zack, das war's. Brauchen wir Stase? Ich glaube mal nicht, nee. Und bewegen mal wieder das schwere Objekt hier. Und schaffen uns eine künstliche, Brücke. Und kommen jetzt zum Zero G. Genau, das hat der Hammond schon gesagt, dass wir da hin sollen. Und betreten das erste Mal ein. Ja. Ja,
Ja, genau, Lufttimer. Wenn Sie sich in einem Vakuum befinden, wird Ihre Luftanzeige eingeblendet. Lufttimer, ja, das Ding hier hinten dran, sind übrigens in Sekunden. Und Kanister nachfüllen ist, ist halt ein Kanister, da gibt's auch verschiedene Größen von. Und wir schreiten jetzt hier einfach mal in dieses, ja, durch diesen Vakuumbereich. Und da hinten befindet sich schon der Planet, den wir auch schon ganz am Anfang noch gesehen haben. Da haben sie halt so ein bisschen was rausgebrochen. Ja, Isaac schnauft jetzt ein wenig. Hier haben wir jetzt einen Luftkanister noch aufgesammelt. Und wir haben eigentlich noch ganz viel Zeit, also 30 Sekunden, da haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit, denn hier befindet sich schon wieder der Ausgang. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn Sie einen schwerelosen Bereich betreten. Ja, danke. Sehr gute Information. Ist auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn man sich in einem Vakuum befindet. Ja, die Töne sind ganz anders, die Geräusche sind recht dumpf, so wie sich das auch gehört. Und das kennt man ja auch, ne? Das ist ja so ganz normal üblich, dass man halt so einen riesen Raum hat und der simuliert dann sozusagen die Schwerkraft, beziehungsweise halt keine Schwerkraft. Und hier kann man jetzt die Schwerkraft deaktivieren. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Genau. Man hat sie nicht mehr wirklich gehört. Sie wurde ein bisschen übertüncht von dem Soundeffekt. Und ich werde, glaube ich, auch ein bisschen übertüncht von dem Soundeffekt. Macht aber nichts. Ich hoffe, das macht nichts. So. Ich sehe übrigens nichts. So, was haben wir denn hier? Zero-G-Bewegung. Ihre Munitionszähler blinkt rot. Also sprich, das Dingen, wo die Munition halt angezeigt wird. Ich könnte übrigens mal nachladen. Blinkt rot, wenn Sie nicht auf eine Oberfläche springen können. Zero-G-Sprung mit rechter Maustaste und Steuerung. Das heißt, wo wir auch den roten Faden hier anzeigen können. Beziehungsweise den blauen hier. Und ja, wenn man halt rechte Maustaste drückt und, naja, Steuerung, dann kann man halt zu einem bestimmten Punkt springen. Wenn man mal nicht irgendwo hinspringen kann, ich simuliere das jetzt mal, dann blinkt das hier rot mit zwei Balken und das simuliert halt, ja, wir können da nicht hin. Ist recht simpel. Und so kann man sich ein bisschen im schwerelosen Bereich bewegen. Auch einen simulierten schwerelosen Bereich. Weil, naja, es ändert sich nicht viel. Schwerelos ist schwerelos. Ende der Schwerelosigkeit. Und hier haben wir auch schon das Shockpad, was wir denn suchen. Gut, Sie haben ein Shockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ja, ich bin ja vorsichtig. Alles gar kein Problem. Was? Was, wo, wie, was, wie? Eintritt Schwerelosigkeit. Oh, Monster! Meine Lieblingsmonster übrigens. Ja, eigentlich nicht wirklich. Die sind eigentlich nur am Rumwerfen. So, war's das? Anscheinend. Nehmen wir uns hier noch die Box hier mit. Was haben wir da? Plasma-Energie, sehr gut. Und da haben wir noch eine Batterie. Und ein bisschen, Explosives. Und sonst nichts weiter. Hier ist natürlich wieder schwereloser Bereich. Wir können halt überall hinspringen, wie wir wollen. Egal wo. Weil, all schwerelos und so. Wir dürfen uns halt nur nicht irgendwie verirren. Das kann gut vorkommen, denn, wenn man halt irgendwo hinspringt, dann wird unten oben und oben wird unten alles so ein bisschen kompliziert und links wird rechts und rechts wird links. Ist ganz cool, so ein schwereloser Bereich. Stelle ich mir aber auch ein bisschen ganz schlimm für den Magen vor, wenn sie auf einmal die kompletten Richtungen ändern.
Ja, ist halt ein Zusammenspiel zwischen Augen, Gehirn und Magen und überhaupt. Schwerelosigkeit. Ja, danke für den Hinweis. Zero G. Ja, Schwerelosigkeit halt. Warnung. Steht da irgendwas? Irgendwas mit Magen oder so? Das wäre ja mal ganz cool. Dann hätte ich das nämlich nicht umsonst gesagt. Aber naja. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Und befinden uns wieder im Vakuum. Also Schwerelosigkeit plus, naja, kein Sauerstoff. Ja. Huch. Kommst du denn weg? Man sieht schon, beziehungsweise man hört es. Wenn ich Schüsse abgebe, sind sie auf jeden Fall dumpf. Und, naja, was halt so im Vakuum üblich ist, ne? Und wir haben noch massig Zeit, auf jeden Fall. Ah, schon eine geile Atmosphäre. Da, wie das Wasser daraus tröpfelt und, ach, und diese Stille. Und das Weltall ist übrigens arschkalt.